Moin. Hier auf dem Weg nach Frankfurt am Main zum Marimo Chaen Event 2015. Mein Hashtag dazu auf Twitter CEE15. Ich laufe gerade zum Hauptbahnhof und nehme diesmal die Kamera mit. Ich weiß nicht, ob ich direkt so auf dem Event filmen kann, aber zumindest ein paar Szenen am Main und so. Und dann kann ich ja auch da dann indirekt, also auf meinem Morgenspaziergang zum Beispiel morgen, davon berichten. Es wird dann natürlich auch auf meiner TTT-Seite, auf Facebook und so berichtet werden. Ich bin sehr gespannt. Es ist warm. Es wird wieder sehr warm. Vielleicht auch ein Gewitter. Und ich bin gespannt, wie es aussieht mit der Klimaanlage im Zug und so. Aber letztes Mal ging das ja alles wunderbar. Ja, es ist mal schön, dass ich jetzt hier zum Bahnhof laufen kann. Das finde ich immer besonders klasse, dass ich da nicht extra nochmal in die S-Bahn steigen muss oder so. Diesmal habe ich nur mein iPad dabei und merke sofort, es ist halt wesentlich leichter. Mein MacBook Pro wiegt halt doch schon eine ganz schöne Ecke. Habe ich letztes Mal gemerkt, als ich in Bad Nauheim war. Da hatte ich dann hier auch so eine rote Stelle von dem Träger. Und ja, bin echt am Überlegen, ob ich mir das neue MacBook für solche Sachen kaufe, weil es wiegt 900 Gramm. Ja, muss noch etwas reifen, aber so in Space Gray, in der besseren Variante. Ja, der Nordhafenspeicher wird jetzt saniert. Manche mögen einwenden, oh, lass das mit dem neuen MacBook. Hat ja nur diesen einen Anschluss und so. Aber ich denke, ja, ich werde den auch nicht als Musikrechner groß anwenden. Und man kann auch über einen Hotspot dann vom iPhone ins Netz und so. Also sehe ich relativ entspannt. Und einen Reason kann man da alle Male raufknallen. Ja, es gibt bestimmt auch das ein oder andere Controller-Keyboard jetzt schon ohne Kabel. Müsste ich direkt mal recherchieren. Insofern könnte man dann auch auf dem Hotelzimmer ein bisschen jammen und so. Okay, hat man schon wieder ein Keyboard dabei, wird dann doch wieder mehr. Aber man kann auch so mal mit Sequenzern und so in Reason arbeiten, muss man nicht immer ein Keyboard dabei haben. Ja, nun, diese Überlegungen müssen noch ein wenig reifen und vielleicht gönne ich mir das Teil noch dieses Jahr. Kostet natürlich auch eine Stange Geld und ja, ist schon teilweise echt krass, was das Ding kostet, aber hat auch ein Retina-Bildschirm. Und ja, hinzu kommt, dass dann noch dieser Adapter vielleicht doch fällig ist. Am Main spazieren noch, hab noch ein bisschen Zeit. Windig hier. Moin. Ja, das Hotel war jetzt nichts Besonderes, aber war ganz nett. Frühstück okay. Kaffeemaschine war kaputt. Ich habe aber sowieso Tee getrunken, habe das nur am Rande mitbekommen. Ah. Wohnung frei. Interessant. Graugänse mitten in der Stadt. Man hört viel Russisch und sind auch sehr viele chinesische Touristen unterwegs. Aber am Mainufer schlafen auch viele Obdachlose. Also es gibt nicht nur Reichtum in der Stadt.
Ja, guter Spaziergang jetzt hier bis zum Osthafen. Ich werde jetzt, glaube ich, hier über die Brücke zurück und dann auf der anderen Seite des Mains wieder Richtung City, Richtung Marimont. Aber auf dieser Seite gibt es ein Café, da könnte ich eigentlich auch noch mal kurz Pause machen, mal sehen. Ich glaube, auf der anderen Seite ist nichts. Mal schauen. Mit einiger Verspätung jetzt in Berlin wieder. Irgendwie musste ich in Göttingen umsteigen, weil mein Zug nach Hannover hatte zu viel Verspätung, sodass der ICE in Hannover nicht warten konnte. Wo ich ausgerechnet hatte, dass es vielleicht sogar knapp hingehauen wäre, bin ich dann doch lieber umgestiegen. Und hier ist ja schon wieder was ausgefallen hier. Ah ja, das Berlin, nicht mal die Straßenbeleuchtung funktioniert. Ja, ach, ihr hört mich ja zumindest, denke ich. Also Fazit vom Marimont Cha-En Event. Absolut klasse Veranstaltung. Ich habe sehr viele tolle Teesorten probiert. Hab einer absolut abgefahrenen Teezeremonie beiwohnen können. Und der Tobias Rösch hat uns dann auch noch viel erzählt zu verschiedenen Produktionsweisen von länger gedämpften Tees oder kürzer gedämpften Tees bis zu quasi Trommeltrocknungen, also ohne Dämpfung. Ja, das war alles sehr interessant. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Und ja, morgen früh geht es wieder in den Laden. Jetzt ist gleich 12. Und das war mal wieder ein kleiner Vlog abseits von meinen einer trainiert Vlogs. Mal etwas anderes wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ciao.